Atomkraft ist nicht beherrschbar, ist nicht kontrollierbar. Fukushima ist ja der 6. Jahrestag und für uns ist es wichtig, dass das wirklich nicht in Vergessenheit gerät. Wie man hört, dass in Japan das ziemlich verschwiegen wird, das Leid, wirklich ein ungeheures Leid der Opfer, die die Gegend, die Präfektur Fukushima verlassen haben und jetzt wieder zurückgelockt werden. Es wird erdreich dekontaminiert rund um die Häuser. Das sind lauter kleine Inseln, die dekontaminiert sind. Aber bei jedem Regen, bei jedem Windstoß wird Sand, kontaminierter Sand, kontaminierter Regen wieder auf diese Flächen gebracht und die Radioaktivität ist einmal sehr hoch und dann wieder etwas weniger. In den Häusern ist sie nach wie vor sehr hoch. Also die Schilddrüsenrate ist jetzt in den letzten 2 Jahren um 27% gestiegen. Also sind 135 Kinder gestorben. 80 Kinder warten noch auf die Operation. Keine neuen Reaktoren an Österreichs Grenzen! Technik. Die Liste
Begriff der Menge ist lang. Empörend ist das Inbetriebnahmeverfahren von Mochovce 3 und 4. Es ist eine Farce. Die Unterlagen sind nur am Betriebsgelände direkt und nur in slowakischer Sprache einsehbar. Diese Vorgehensweise verstößt klar gegen die Aarhus-Konvention. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir fordern Sie auf, sich bei Ihren jeweiligen Amtskollegen gegen neue Reaktoren sowie gegen unkontrollierte Betriebsverlängerungen alter AKWs einzusetzen. Mit besonderer Dringlichkeit weisen wir auf die Gefährlichkeit der Inbetriebnahme von Mochovce 3 und 4 hin und rechnen damit, dass Sie sich vehement für eine adäquate Überprüfung einsetzen. In Anbetracht der Gefährdung der österreichischen, slowakischen und europäischen Bevölkerung. In Erwartung einer schriftlichen Antwort verbleiben wir mit anti-atomkräftigen Grüßen, die Wiener Plattform Atomkraftfrei. Herr Bundeskanzler, wir fordern reelle Unterstützung gegen Pakt. Wir fordern Ihre Unterstützung gegen Pakt mittels Klage. Atomkraft ist nicht beherrschbar, ist nicht kontrollierbar.